hat ihre sehr starken, sagen wir, eigenen Mechanismen. Das habe ich selber auch im Positiven sehr stark erlebt. Das ist auch kein Bundestrend, sondern so eine Großstadt hat ihre eigenen gruppendynamischen Prozesse. Und da muss man auch die zur Kenntnis nehmen und die gehen mal so, mal so. Aber eine Frage an Herrn Eichel auch. Ne? Ja, also ich habe da vorhin ja schon versucht, mit Beispielen etwas zu sagen. Also wo Europa schlecht gemacht worden ist, und zwar direkt von der Kommission. Und das wirkt sich dann auf Menschen aus. Das heißt, wenn ich dieses Bild von Europa habe, das ich geschildert habe, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Wohlfahrt für alle, dann muss ich auch eine entsprechende Politik machen und nicht die einen gegen die anderen ausspielen. So. Und dann bin ich ganz schnell bei dem, was Herr von Beuys zu Recht mit den Projekten gesagt hat. Und dann suche ich mir welche. Also ich sage mal ein Beispiel, das war lange Zeit eines, ich glaube, kann wieder eins werden, Energieversorgungssicherheit. Das ist aber nur zu machen, wenn ich erstmal in Europa wirklich einen gemeinsamen europäischen Energiemarkt herstelle, sodass wir alle in einem Boot sitzen. Das heißt dann auch, dass alle Energie, sagen wir, die von Russland reinkommt, kommt nicht nach Deutschland, es ist auch nie gemeint gewesen, sondern die kommt, damit garantieren wir auch den Polen ihre Versorgungssicherheit. Wenn es zwischen Russland und der Ukraine Krach gibt und das nicht da durchgeht, dann wissen wir, trotzdem kriegen wir es her. Und die Polen, die dann als Erste sonst betroffen wären, kriegen es dann das Gas vom Westen her geliefert, statt von Osten. Also das ist so ein Projekt. Oder ich sage mal eines für Sie, das Erasmus finde ich gut, nur müsste man es richtig ausbauen. Ne? Das heißt, dass junge Leute im Laufe ihres Studiums auch mal an einer anderen Universität, in einem anderen Land studieren, halte ich für zwingend in Europa. So, dass wir statt bei den Fremdsprachen auf dem Rückmarsch zu sein, nach vorne gehen müssten, halte ich für zwingend und dass wir dafür europäische Programme haben. Oder dass wir jetzt ein großes Thema der europäischen Industrie, nachdem, man kann ja genau sehen, wie das läuft, die Chinesen zum Beispiel ganz systematisch sehen, wie sie an die Rohstoffe kommen, dass wir eine einheitliche europäische Konzeption haben und sagen, das müssen wir auch. Und im Übrigen müssen wir natürlich noch was ganz anderes tun. Wir müssen Forschung so vorantreiben, dass wir mit den Stoffen möglicherweise gar nicht mehr arbeiten müssen, die da verknappt werden. Das ist nämlich letzten Endes wahrscheinlich die konstruktive Antwort. So, also solche europäischen Projekte zu definieren, wo dann immer eine relativ große Zahl sieht, das ist unmittelbar unser Vorteil. Und Deutschland alleine kann zum Beispiel die Rohstoffversorgung nicht mehr sichern. Aber wenn wir als 500 Millionen auftreten in der Welt, haben wir eine ganz andere Chance, das zu sichern. Und das ist wieder eine Grundlage für unsere Industrie. Also mit solchen Projekten, glaube ich. Und da sind wir nicht gut genug. Und nicht nur im Verkaufen, sondern oft auch im Herstellen der Grundlagen für solche Projekte. Ne? Ich denke, wir haben noch Zeit für zwei Fragen, würde ich mal sagen. Hier vorne war eine Frage. Bitte. Ja, das ist natürlich die Frage, was kommt zuerst, das Ei oder die Henne? Es ist schwierig zu sagen. Also die europäische Außensicherheitspolitik ist eine Schönwetterpolitik. Ja, wenn jeder übereinstimmt, dann gibt es eine europäische Position. Wenn es zum Teil gravierende Unterschiede gibt, wie wir das im Irak-Fall gesehen haben, ist in dem Fall Javier Solana mal 2 Wochen auf Urlaub gewesen, weil er hat ja auch nichts sagen können. Er hat ja kein Mandat dafür gehabt. Das ist auch wiederum einer der Probleme, wo wir einfach hier eine Baustelle haben, dass wir jetzt diesen diplomatischen Dienst haben, halte ich persönlich für einen positiven Schritt. Es ist ja auch nur, der ist ja auch eng verzahnt mit den existierenden Bürokratien. Wie das jetzt sich entwickelt, müssen wir sehen. In der Vergangenheit jetzt, gerade kürzlich in Bezug auf die Revolution in Ägypten und auch den politischen Umwälzungen in Tunesien, hat es natürlich auch wieder Kritik gegeben, dass es im Prinzip keine europäische Position gab. Es gab dann den Brief von Angela Merkel, Sarkozy und David Cameron. Aber Catherine Ashton war auch nicht wirklich wahrnehmbar. Letztendlich müssen wir versuchen, das in eine europäische Außensicherheitspolitik reinzugießen. Ob es machbar ist, das hängt beim Rat. Ja, also das ist letztendlich die Frage, was die Nationalstaaten zulassen. Und das hängt auch ganz maßgeblich davon ab, wer dort an der Spitze steht. Und daran wird es scheitern oder daran wird es zustande kommen.
Übrigens, darf ich mal zum diplomatischen Dienst nur eine alte Stinkstiefelei als früherer Finanzminister loswerden. Wenn ich dann in andere Länder komme, dann stelle ich fest, es sind da 27 Botschaften aus Europa. Und dann gibt es eine 28. Das ist dann die Vertretung der EU-Kommission. Und das wird dann inzwischen... Das ist in Brüssel das Problem. Da hat Deutschland 18 Vertretungen in Brüssel. Das ist noch ein anderes Thema. Bayern hat die größte, nämlich ein Schloss mittendrin. Aber wenn man dann, ich sag mal, man kommt nach Tokio und dann ist plötzlich, das ist wie mit den Gewerkschaften auch, der DGB ist die kleinste Einzelgewerkschaft, hat gar nichts zu sagen. Und dann sitzt da der Vertreter von Brüssel und hat auch so eine Rolle. Wenn man das macht, dann würden wir, wenn wir als Finanzminister das zu tun gehabt hätten, würden wir gleichzeitig das mit einer ordentlichen Einsparung verbinden. Wir würden nämlich sagen, mal mindestens nehmen wir das Holding-Modell und sagen, die europäischen Vertreter machen das, was alle anderen, jeder für sich sonst einzeln machen würden, zum Beispiel die Länderbeobachtung. Warum gibt es eine finnische, eine schwedische, eine deutsche, eine französische Länderbeobachtung in Japan oder in China? Warum gibt es nicht eine europäische Länderbeobachtung? So, da könnte ich mir eine ganze... Da könnte ich mir eine Menge vorstellen. Jeder macht noch seine eigene Interessenpolitik, wollen wir uns keine Illusionen machen. Aber solche Geschichten, und dann könnte ich einen Teil der Geschichten wirklich wegschieben und sagen, das muss national nicht mehr gemacht werden. Das macht sozusagen die europäische Vertretung als gemeinsam für alle. Und dann der ist auch der Doyen, jedenfalls für das diplomatische Korps, soweit es aus der Europäischen Union kommt. Aber wir sind da noch ganz in den Anfängen. Ne? Ich glaube, Kissinger hat gefragt, Europa, haben die eine Telefonnummer? letzte Frage, da hinten, der junge Mann. Ja. Herr Eichel, Sie haben den Strukturfonds angesprochen und Herr von Deutsch hat eindrucksvoll geschildert, wie es immer schwieriger wird, Begeisterung für europäische Solidarität zu gewinnen. Ich war vor diesem Vortrag bei einer Präsentation von Herrn Henry Overman. Er ist einer von einer größeren Zahl Ökonomen und Wirtschaftsgeografen an der LSI, die sich intensiv mit der EU-Strukturpolitik beschäftigen. Sie sind etwas leiser. Sie kommen hier etwas leiser an. Vielleicht etwas schwerer, ich habe das gesehen. Herr Eichel, Sie haben die EU-Strukturpolitik angesprochen und Herr von Beuys hat eindrucksvoll geschildert, dass es immer schwieriger wird, für europäische Solidarität Begeisterung zu gewinnen bei den Bürgern. Vor diesem Vortrag war ich bei einer Präsentation von Herrn Overman. Herr Overman ist an der LSI einer von mehreren Ökonomen und Wirtschaftsgeografen, die sich intensiv mit der EU-Strukturpolitik beschäftigen. Und die Bilanz fällt mir sehr positiv aus. Die einzigen Regionen, die es geschafft haben, über die Schwelle von 75% Bruttoinlandsprodukt der EU zu kommen, haben das nur geschafft durch die EU-Osterweiterung. Das Hauptfazit lautet viel zu starker Fokus auf Infrastruktur und neuere Theorien. Paul Krugman hat dafür beigetragen, zeigt, dass das Zentrum sogar davon eher profitiert, als die Region, denen man helfen will. Vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben über Transferunion und was Herr Beuys gesagt hat, dass es immer schwieriger wird, Solidarität zu gewinnen bei den Bürgern. Was können wir tun, damit die peripheren Regionen nicht dauerhaft abhängig sind und an unseren Tropfen hängen? Also ich versuche jedenfalls, wenn ich in Deutschland argumentiere, sage ich ganz schlicht, im 21. Jahrhundert machen wir nichts anderes in Europa, als wir in Deutschland im 19. gemacht haben. Nur machen wir es ohne Krieg. Das heißt, wir haben damals die deutsche Kleinstaaterei aufgelöst und wir lösen jetzt die europäische Kleinstaaterei auf. Und das heißt, wir schaffen ein gemeinsames Europa, das ja im Übrigen ökonomisch unglaubliche Vorteile hat, wenn ich einen solch großen gemeinsamen Markt habe. Nur, und deswegen komme ich zur Infrastrukturpolitik, da muss ich ihn auch erschließen. Und das kann ich wieder jedem klar machen. In Deutschland ist auch klar, dass die peripheren Gebiete, wenn sie nicht auch eine vernünftige Infrastruktur haben, eben abgehängt sind. Ja, so, und ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Ich habe da also etwas Verständigungsschwierigkeiten gehabt. Aber ich glaube, jedenfalls, ich finde, man kann das klar machen. Wobei, ich habe ja vorhin auf Stoiber hingewiesen, wenn ich dann als Deutschland insgesamt eine Position in Europa beziehe, wie sie Stoiber in Deutschland bezogen hat, das müsste man in Deutschland diskutieren können. Denn die Deutschen haben die stoiberische Position in Deutschland abgelehnt. Ja, und also ich glaube schon, dass man das klar machen kann, aber recht hat er von Beuys, es geht in der Tat um vernünftige Argumente und die sind nicht immer zu jeder Zeit in der Politik durchsetzbar.
Ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, Europa an sich, versuchen Sie mal einem, sagen wir mal, normal gebildeten Menschen zu erklären, was ein europäischer Strukturfonds ist. Allein das Wort geht doch die Klappe runter. Also, ist doch klar. Auf der anderen Seite gibt es ja Beispiele, wo es gelungen ist, wenn ein gewisses Bewusstsein da ist, aufgrund tatsächlicher Probleme, gehandelt wird. Es gibt ja das schöne Buch, ein Klassiker, Die Demokratie in Amerika von Tocqueville. Und er hat mal beschrieben, in der Demokratie ist es so, dass die Probleme erst dann gelöst werden, nicht wenn das Wasser hier steht, sondern es muss im Grunde schon in Nasenlöcher drin sein. Die Leute müssen irgendwie spüren, jetzt muss was passieren. Vorher wird jede Lösung, die zumindest auch mit unangenehmen Dingen verbunden ist, wurde nicht gewollt oder ist zu abstrakt. Aber es gibt ja Dinge, wo es klappt. Also wenn Sie die Einigung der Europäischen Union nehmen, was die Reduzierung des CO2-Ausstoßes angeht, was den Anteil der regenerativen Energien angeht, da sind ja relativ klare Ziele nebenbei definiert worden, mit ständiger Evaluierung und auch, um das schöne Wort zu nehmen, juristischer Sanktionsmöglichkeiten durch die Europäische Gerichtsbarkeit. Das ist da vereinbart worden. Das geht auch voran. Also ich habe mich neu damit befasst, hatte den Besuch beim Oettinger und mit den entsprechenden Kabinetten. Das geht in der Tat voran, weil, warum? Nicht, weil die Menschen plötzlich Europa-Liebhaber geworden sind, sondern weil das Thema Klimaschutz ein Thema war, was vor ein, zwei Jahren von allen Seiten auf die Leute einstürmten und dann der Eindruck war, jetzt müssen wir was machen, das Wasser ist hier. Das heißt, auch in der Finanzkrise gibt es ja ein paar Dinge, wo schon bestimmte Bewegungen gekommen sind. Es müssen noch mehr kommen. Nur ich glaube, es läuft nicht über die abstrakte Diskussion, Europa ist so wichtig, weil, sondern es läuft über die spezielle Diskussion, dieses Thema ist so dringend und da muss Europa. So rum ist der Schlüssel. Und ein weiterer Punkt ist wirklich ein emotionaler. Es gibt ja keine europäische Öffentlichkeit in dem Sinne. Sie können in der Zeitung jeden Tag lesen, was in Berlin passiert und wer mit wem, wann, wohin, was gesagt hat und welcher Riesenskandal da ist oder auch nicht da ist, zu Recht oder Unrecht. Eine europäische Öffentlichkeit, also wer von Ihnen kennt denn die EU-Kommissare? Also die kenne ich auch nicht, die meisten. Ja klar, woher? Ich bitte Sie. Nur das zeigt doch, dass einmal die Personifizierung, die Emotionalität da fehlt. Die können Sie ganz schwer künstlich herstellen. Also wenn jetzt die ARD sagen würde, wir machen jeden Tag eine 20-Minuten-Sendung über Europa, das verpufft, das geht auch nur über die Themen. Aber das ist ein gewisses Problem des Transports, was man einfach sehen muss. Herr Mayer, möchten Sie da was? Ja, ich meine, das Problem des europäischen Demos ist in der Tat ein Problem. Aber wiederum hier ist die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Es gibt sogar hier in Großbritannien tatsächlich Programme, politische Programme, die sich mit der EU beschäftigen. Die werden aber meistens dann BBC Parliament nachts um 30:30 ausgestrahlt. Heimkino, das sieht da rein, Mensch. Ja, aber da werden zumindest mal verschiedene Europaparlamentarier aus verschiedenen Ländern und über die politischen Parteien hinweg zumindest auch mal befragt. Aber wiederum das Problem, wie verkaufen Europa oder beziehungsweise wie kann europäischer Demos entstehen? Wir sitzen letztendlich in der Zwickmühle, da müssen wir letztendlich, das müssen wir zugeben. Wir brauchen Europa aus ökonomischen und politischen Gründen, weil es letztendlich wenig Alternativen zu Europa gibt. Aber wir haben ganz große Probleme, das dem Bürger klarzumachen und wir haben ganz große Probleme letztendlich das, was, wenn Herr Eichel sagt, die Vereinigten Staaten von Europa, letztendlich diese identitätsstiftende Institution oder diese gemeinsame Kultur, diesen Demos aufzubauen. Da haben wir große Probleme. Wir haben letztendlich auch Sprachbarrieren, was zum Teil, gut, in der Zukunft wird das weniger werden, weil Englisch wird letztendlich Lingua Franca werden. Aber das ist immer noch ein Problem. Und diese Probleme, die halten uns zurück. Und ich sehe jetzt hier immer noch keinen großen Entwurf. Also wie der Engländer sagen würde, muddling through is the most likely option. Vielen Dank. Ja, das ist der Punkt, an dem wir die Diskussion beschließen. Ein Fazit gibt es vielleicht nicht, vielleicht. Jedenfalls kein sehr überzeugendes. Vielleicht, Herr Eichel sagt, Europa ist ganz einfach, wenn es nicht so schwer zu erklären wäre, sagt Herr von Beuys. Vielen Dank im Publikum vor allem für das Interesse an der Diskussion. Ich danke Herrn Mayer, Herrn Eichel und Herr von Beuys, dass Sie hier Gast waren bei der Diskussion. Eine große Bereicherung für uns alle. Und mich hat es auch gefreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.